Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Kanal 3. Wir präsentieren Ihnen jetzt unser Magazin Treffpunkt Murtal mit Beiträgen aus dem Murtal für das Murtal. Da passt unser erster Bericht gerade recht. Und zwar dreht es sich um ein sogenanntes Reisebuch Murtal. Wie der Name schon sagt, es handelt sich um einen Reiseführer. Der ist für alle interessant, die unsere schöne Region besuchen, aber natürlich auch für uns, denn darin befinden sich einige interessante Murtaler Highlights. Die Tourismusverbände der Region Murtal haben einen neuen Reiseführer herausgebracht. 150 Seiten führen durch das schöne Murtal, ganz unter dem Motto Herkommen, Zeit nehmen, Herzklopfen spüren. Der Reiseführer beinhaltet neben Magic Places und Ausflugszielen auch besondere Murtaler Persönlichkeiten, Produkte, Rezepte und Bräuche. Über 2 Jahre hat es gedauert, bis aus einer Idee tatsächlich ein Buch geworden ist. Die Autorin Katharina Maria Zimmermann und der Fotograf Michael Königshofer haben sich auf Entdeckungsreise begeben, recherchiert und ganz besondere Momente und Plätze mit der Kamera festgehalten. Gestaltet hat das Buch die Grafikdesignerin Marie Zieger. Das Murtal-Reisebuch bildet den gesamten Jahreskreis ab. Im Frühling heißt es, rein ins bunte Leben. Ob auf dem Rad oder zu Fuß, zu entdecken gibt es die blühenden Seiten des Murtals. Daneben locken die Kulturschätze Murtal, die Museen und Ausstellungen, Kulturbegeisterte in die frühlingshafte Region. Viele Familienausflugsziele garantieren einen aufregenden Sommer. Neben dem Besuch des Kräutermenschen widmet sich diese Jahreszeit den kulinarischen Seiten des Murtals. Im Herbst, wenn die Blätter fallen, wird die Murtaler Bergwelt in den Fokus gestellt. Alles dreht sich um den Zirbitzkogel, Hohentauern, die Hochalm und unvergessliche Aussichten. Die Lebensader Mur und besonderes Murtaler Handwerk werden näher betrachtet. Im Winter wird's kalt und immer kälter. Das Murtal bietet nicht nur perfekte Familienskigebiete, sondern ist auch ideal zum Schneeschuhwandern, Rodeln, Skitouren gehen und Langlaufen. Rund um die Aqualux-Therme, die Weihnachtsmärkte und die Abtei Seckau wird der Advent besonders gemütlich. Schritt für Schritt, Jahreszeit für Jahreszeit, Platzerl für Platzerl wird das Murtal erkundet. Der Reiseführer ist kostenfrei bei den Tourismusbüros im Murtal erhältlich. Die Gesamtauflage von 50.000 Stück unterteilt sich in 40.000 Stück auf Deutsch und 10.000 Stück auf Englisch. Der Reiseführer kann auch online durchgeblättert werden unter murtal-herzklopfen.at. Einfach zum Zubereiten, einfach zum Nachkochen und schmeckt super lecker. Das Champignonschnitzel ist unser aktueller Kochtipp und daher sage ich Mahlzeit. Heute bereiten wir für Sie Champignonschnitzel vom Schwein zu und dazu benötigen Sie 2 Schweinsschnitzel, 5 Decker Butter, eine Zwiebel, 15 Decker Champignons, 1 Viertel Liter Suppe, 1 Achtel Liter Schlagobers, Mehl, Petersilie, Salz, Pfeffer und Rapsöl. Die Schweinschnitzel vom Kaiserteil oder von der Nuss auf einer Seite bemehlen, salzen und pfeffern. Die Champignons feinblättrig schneiden. Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Tipp: Die Zwiebel halbieren und der Länge nach bis kurz vorm Strunk einschneiden. Einmal in der Mitte durchschneiden, dann hält die Zwiebel gut zusammen und sie kann leichter würfelig geschnitten werden. Die frische Petersilie hacken,
Anschließend das Öl in der Pfanne gut erhitzen, die Schnitzel einlegen und beidseitig scharf anbraten. In einen geeigneten Topf legen und beiseite stellen. Den Bratenrückstand mit Suppe aufgießen, einreduzieren und über die Schweinschnitzel gießen. Warm halten. Nochmals Öl in der Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin anschwitzen. Champignons dazu kurz braten und mit Butter montieren. Die Petersilie dazugeben und mit Mehl stauben. Alles gut durchmengen und mit Suppe aufgießen. Nun Schlagobers dazugeben und ein paar Minuten köcheln lassen. Über die Schnitzel gießen und bei niedriger Temperatur circa eine Stunde weichdünsten. Dazu passen Petersilienkartoffeln, Nudeln oder Reis. Mahlzeit! Die Geistheilung oder sogenannte geistige Heilung lässt sich nicht in die normale wissenschaftliche Medizin oder klassische Psychotherapie einordnen. Sie ist eine Alternative. Was genau dahinter steckt, das wollten wir für Sie in Seckau herausfinden. Körper, Seele und Geist in Einklang bringen. Dafür wendet Sonja Offenbacher bei ihren Kunden die sogenannte geistige Heilung an. Geistheilung ist der Oberbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher alternativmedizinischer Behandlungsmethoden. Geist ist das Bewusstsein, ja, ist Bewusstsein in die Heilung zu bringen. Das heißt, unsere Gedanken in die Heilung zu bringen. Weil warum wird man krank? In Wirklichkeit durch negative Gedanken, durch Ängste, ja, durch Schocks, einfach durch dementsprechende Erlebnisse, was man gehabt hat im Leben. Ja. Und wie gesagt, noch einmal, das ist wichtig, dass man das eben bewusst macht und aufhebt. Traumata, Ängste oder Allergien sollen aufgehoben werden. Auch Menschen mit Burnout oder Depressionen kommen in die energetische Gesundheitspraxis. Mir ist es wichtig, dass ich einfach dahinter schaue, warum ist der Mensch überhaupt krank geworden? Ja, was steht die Ursache dahinter? Und das zeige ich dann auf. Und dann ist es wichtig, dass ich dann, so wie du gesagt hast, Körper, Geist, Seele ausgleiche. Ja, das heißt, ich tue dann Chakren ausgleichen, Meridiane, Organe, einfach das komplette System, ja, Nervensystem und so weiter. Ja. Und wenn das gesamte System in der Mitte ist, ja, dann kann der andere dann viel leichter denken, viel leichter ins Bewusstsein gehen und dann sozusagen in die Heilung gehen. Wichtig für die Heilung ist auch die geistige Ordnung, sprich die Wirbelsäulenbegradigung. Denn laut Sonja Offenbacher verschiebt und verdreht sich diese durch seelische Belastungen, Traumata, Ängste und negative Gedanken. Weil das ist so um und auf. In der Wirbelsäule liegt komplett alles drinnen, jede Krankheit, jedes Thema. Ja, und das ist um und auf, dass man die zuerst einmal begradigt. Ja. Denn in Wirklichkeit ist ja jeder Mensch schief. Ja, jeder hängt auf einer Seite drauf, also links oder rechts. Und dann ist es wichtig, dass man das begradigt. Ja. Das heißt, die Wirbelsäule sollte gerade sein, das Becken sollte dann gerade sein und die vier sind dann dadurch gleich lang. Bei der Wirbelsäulenbegradigung geht es vor allem auch um die innere Aufrichtung, damit der Mensch stark und sicher durchs Leben gehen kann. Herzlich willkommen bei Autoreiter. Unsere Werkstätte für alle Marken. Wir spänkeln und lackieren in Top-Qualität. Ob neu oder Gebrauchtwagen, wir sind gerne für Sie da. Wir restaurieren auch Ihren Oldtimer in Spitzenqualität zum fairen Preis. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft,
Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Unsere aktuellen Kurznews drehen sich diesmal um die Tour de Mur, um den Muttertag und eine Kundgebung, die in Jungburg stattfand. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Corona-bedingt müssen leider auch dieses Jahr zahlreiche Sportevents abgesagt werden. Die Tour de Mur 2021 ereilt dasselbe Schicksal und die Jubiläumstour wird auf den Zeitraum von 16. bis 18. Juni 2022 verschoben. Alle bisherigen Anmeldungen bleiben auch für die Teilnahme im nächsten Jahr gültig. Noch immer können die Menschen nicht gemeinsam feiern. Das betrifft auch die Bewohner der betreuten Wohnhäuser in der Mozartstraße und in der Galastraße in Knittelfeld. Um den Muttertag dennoch gebührend zu würdigen, hat die Obfrau des Sozialausschusses, Gemeinderätin Edith Birker, die beiden Wohnhäuser besucht und einen Blumengruß überbracht. Die SPÖ-Frauen haben am Kirchplatz in Judenburg zu einer kurzen, aber umso eindringlicheren Kundgebung geladen. Rund 20 schwarz gekleidete Personen haben sich versammelt, um auf das Problem der Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen und ein Zeichen zu setzen. Allen voran die zweite Landtagspräsidentin Gabriele Kolar. Die Zeit ist auch schon wieder um und wir sind am Ende unseres Magazins Treffpunkt Murtal angelangt. Im Anschluss folgt unser sogenannter Infokanal und dann, wie gewohnt, unser Wochenmagazin Kanal 3 Steiermark. Sie finden uns natürlich auch on demand. Das bedeutet, besuchen Sie unsere Website kanal3.tv oder YouTube. Natürlich finden Sie uns auch auf Facebook und Instagram. Ich sage danke fürs Zusehen, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund!